Ja, ich freue mich, dass ich euch heute Abend wieder begrüßen darf. Die Zeit ist da, pünktlich wie die Uhr. Und ich freue mich, dass einige schon auch mit dabei sind bei dieser Sendung. Wir haben heute wieder ein Thema vor, das wir angegeben haben. Ihr habt es auf dem Titel angegeben. Es wird sich um diese Frage handeln, warum sich Gottes Wort immer erfüllt oder eben auch nicht. Vielleicht ein auch wieder etwas ungewohnter Titel, den wir uns vorgenommen haben. Aber es geht hier um die Frage der Prophetie, um Fragen der Prophezeiungen, mit denen wir uns heute etwas beschäftigen werden. Und zwar ausgehend immer noch von den Prophezeiungen, den ersten Prophezeiungen, die wir in der Bibel finden, die von Gott schon im Garten Eden gegeben worden sind. Und das nicht nur erst nach dem Sündenfall, sondern es gab ja schon auch eine ganz bestimmte Prophezeiung vor dem Sündenfall. Es geht also auch hier in diesem Thema um Prophezeiungen aus dem Garten Eden und um ihre Erfüllung oder eben auch Nichterfüllung. Es ist ein Thema, das mit vielen Missverständnissen im Umgang mit der Bibel zu tun hat und auch mit Missverständnissen im Umgang mit dem Handeln Gottes in der Weltgeschichte wird dieses Thema zu tun haben. Und zwar geht es um Probleme, die wir in der Bibel finden, mit erfüllter Prophetie, aber auch mit unerfüllter Prophetie. Und zwar diesmal hauptsächlich beschränkt im Zusammenhang mit dem ganzen Sündenfallgeschehen oder wie wir das letzte Mal in unserem Thema es besprochen haben. Wir haben nicht nur vom Sündenfall gesprochen, sondern wir haben von einer Reihenfolge der Sündenfälle gesprochen. Und das Thema, das wir heute hier in diesem Zusammenhang betrachten wollen, ist eine gewisse Weiterführung dieser Gedanken, die wir das letzte Mal angedacht haben. Es geht also um weitere Aspekte, tiefergehendere Aspekte im Zusammenhang mit der ganzen Sündenbock-Problematik, die wir da angesprochen haben, beziehungsweise mit dieser ganzen Schuldfrage, mit der wir uns ja immer wieder beschäftigen und mit der sich ja auch die Welt beschäftigen muss, ob sie will oder es nicht will. Ein wichtiges Thema, zu dem wir ebenfalls Gott bitten wollten, dass er uns begleitet in diesem Abend. Und ich möchte euch bitten, dass wir auch unsere Augen schließen zum Gebet. Lieber Vater im Himmel, wir sind dir wieder von Herzen dankbar für die Möglichkeit, die du uns heute Abend wieder schenkst, dass wir wieder ein wichtiges Thema miteinander überlegen können. Wir brauchen deine Hilfe. Du hast uns verheißen, dass du uns durch deinen Heiligen Geist in alle Wahrheit leiten möchtest. Und wir wollen dich bitten, dass wir auch offen sind für dieses Wirken des Geistes. Mach uns wieder auf wichtige Dinge aufmerksam. Hilf, dass jeder, der hier zuhört und mit dabei ist, dass auch mit dem rechten Herzen dabei ist, mit der rechten inneren Einstellung und dass wir gemeinsam von dir lernen und gemeinsam deinen Plan verstehen, den du von Anfang an für diese Welt, für dieses Universum und für uns Menschen gelegt hast. Führe uns und halte alle Störende fern und lass auch
alles, was wir aufnehmen, für unser praktisches Leben in Anwendung gebracht werden können. Wir danken dir und preisen und loben dich für deine Gnade und für deine Liebe, mit der du uns auch durch diese Stunde hindurch tragen möchtest. In Jesu Namen. Amen. Das Thema, das ich heute gewählt habe, steht eigentlich in einem gewissen Widerspruch zu einer Aussage in der Bibel, im Alten Testament, zu einem prophetischen Wort, das ich an den Beginn unserer heutigen Thematik gerne stellen möchte. Und zwar, ich hoffe, dass jeder seine Bibel dabei hat und dass ihr mitschlagt in der Bibel und dass wir gemeinsam auch die Bibel aufschlagen, vielleicht einer, dass ihr auch den einen oder anderen Notizblock dabei habt und vielleicht da etwas auch mitnotieren könnt. Und zwar lesen wir hier in Amos Kapitel 3 etwas, eine ganz wichtige Aussage für gute Bibelleser, für geübte Bibelleser, eine sehr bekannte Aussage, die wir hier lesen wollen, und zwar in Amos Kapitel 3 im Vers 7. Amos Kapitel 3, Vers 7. Der Text soll uns in unserem Gedanken hineinführen, in unser Thema heute. Und zwar heißt es hier: Gott, der Herr, tut nichts. Er offenbare denn seinen Ratschluss, oder in anderen Übersetzungen heißt es, er offenbare denn sein Geheimnis den Propheten, seinen Knechten. Eine grundsätzliche Aussage, die wichtig ist, dass wir sie überlegen, wenn es um Prophetie geht, um göttliche Vorhersagen. Und hier haben wir eine grundsätzliche Aussage, wo Gott sagt, er tut nichts. Gott tut nichts, ehe denn er es nicht offenbart, seinen Knechten, den Propheten. Da wollen wir gleich eine erste Frage stellen an diesen Text, und zwar, ist es eigentlich, wenn man den Text so liest, ist es eigentlich immer Gott, der alles tut, was in dieser Welt geschieht? Nach diesem Text müsste man oder könnte man davon ausgehen, wenn es heißt, der Gott, der Herr, tut nichts, er offenbare denn sein Geheimnis den Propheten, seinen Knechten. Und wenn wir die Prophetie in der Bibel durchschauen, dann werden wir erkennen, dass ja in der Bibel nicht nur Prophezeiungen geschrieben sind und berichtet sind, die das Schöne voraussagen, das Gute, das von Gott kommt, voraussagen, sondern es gibt ja viele Prophezeiungen und dann vielleicht mehr Prophezeiungen darüber, was an Unheil und an Katastrophen und an negativen Dingen über diese Welt kommen sollte. Und auch was Gott über einzelne Menschen vorausgesagt hat, was er über das Volk Israel speziell vorausgesagt hat. Wer tut das? Nach diesem Text heißt es hier, Gott tut nichts. Und da stellt sich die Frage, sind da auch diese negativen Dinge mit angesprochen, die eben in dieser Weltgeschichte seither auch immer wieder passiert sind, heute gerade passieren und auch in Zukunft noch manches zu geschehen haben wird, wenn wir an die Prophezeiungen der Endzeit denken, die wir speziell in Buch Daniel und in der Offenbarung finden. Ist es immer Gott, der aktiv, der ist, der diese Prophezeiungen in Erfüllung bringt? Ist er also der Sündenbock, den wir für alles verantwortlich machen können, was in dieser Welt geschieht? Das ist ein tatsächliches Problem, das wir in den letzten Themen, die wir schon bisher betrachtet haben, dem wir immer wieder begegnet sind. Und da stellt sich die Frage, was tut denn Gott an all den Dingen, die in dieser Welt geschehen und bisher geschehen sind, ganz persönlich, was tut er aktiv und was ist eher so zu sehen, dass Gott hier etwas geschehen lässt, dass er Ereignisse ankündigt, die nicht er produziert,
sondern die er geschehen lässt als Folge der Sünde. Ereignisse, die er ungehindert geschehen lässt als Folge der Sünde. Das ist eine Frage, der wir nachgehen wollen in diesem Thema. Und das andere, die zweite Frage, ist auch die Frage, kündigt Gott wirklich immer alles im Detail an, was auf dieser Erde geschehen ist und was geschehen würde? Ist es wirklich so, dass Gott alles im Voraus ganz detailliert ankündigt, was kommt? Die Frage möchte ich gleich beantworten durch einen Hinweis, den ich in einem der vorherigen Abende schon angesprochen habe. Und zwar die Prophezeiungen, die Gott im Paradies dem Menschen angekündigt hat. Und zwar vor dem Sündenfall noch. Wir erinnern uns, da hat Gott im Paradies dem Menschen vor dem Sündenfall angekündigt, dass wenn er von dieser einen Frucht essen würde, von diesem Baum der Erkenntnis, dann würde er an dem Tage, wo er das tut, des Todes sterben. Da stellen wir uns die Frage, hat sich diese Prophezeiung erfüllt, so wie sie Gott angekündigt hat? Und ihr erinnert euch vielleicht, wenn ihr dabei wart bei diesem Thema, dass wir gesagt haben, dass Gott eigentlich diese Prophezeiung, dass er an diesem Tage den Menschen sterben lassen würde, dass der Mensch an diesem Tage sterben würde, dass sich diese Prophezeiung eigentlich nicht erfüllt hat. Statt dass der Mensch an diesem Tage gestorben ist, ist etwas ganz anderes geschehen, hat Gott etwas ganz anderes gemacht, eigentlich etwas, was er gar nicht angekündigt hat, nämlich, dass er ihn letztendlich aus dem Paradies hinausgeworfen hat. Der Mensch musste das Paradies verlassen, etwas, was also Gott vorher gar nicht angekündigt hat. Er hat ihn den Tod angekündigt, aber nicht, dass er diesen schönen herrlichen Garten verlieren würde und das aus dem hinausgetrieben werden würde. Es gab auch keinen Hinweis, den Gott vor dem Sündenfall gegeben hat, über eine Vergebung, die er den Menschen zuteil werden lassen würde. Und auch darüber haben wir in einem dieser Abende uns schon etwas Gedanken darüber gemacht, dass es sehr interessant ist oder bemerkenswert ist. Gott wusste genau, davon können wir ausgehen, dass er genau wusste, dass er den Menschen nicht an dem Tage sterben lassen wird und dass er den Menschen auch vergeben würde, Vergebung anbieten würde für seine Sünde, die er getan hat und dass der Mensch wieder in eine rechte Gottesbeziehung kommen kann und wieder versöhnt mit Gott sein kann, obwohl er sündigen würde. Auch das hat Gott nicht angekündigt, dass er ihm diese Vergebung anbieten würde und dass der Mensch dann trotzdem, trotz der Sünde, nicht gleich an diesem Tag stirbt, sondern wie es in Realität war bei Adam, dass er noch 900 Jahre, 950 Jahre eigentlich danach noch leben konnte. Lasst es mich einfach einmal so sagen, ich glaube, dass wir es hier mit einer Prophezeiung zu tun haben, die Gott, das ist eigentlich die erste Prophezeiung, die wir in der Bibel finden, die vor dem Sündenfall gegeben worden ist, die sich eigentlich in dem Sinn gar nicht so erfüllt hat, wie es Gott ursprünglich ganz konkret vorhergesagt hat. Und auf der anderen Seite haben sich Dinge erfüllt, haben sich Ereignisse abgespielt, die Gott gar nicht vorher angekündigt hat. Eine bemerkenswerte Tatsache. Wenn wir zurückgehen in diesem Sinne, schauen wir uns jetzt einmal an, welche Prophezeiungen, die Gott im Paradies gegeben hat, haben sich erfüllt und was hat Gott alles im Paradies nicht angekündigt, was sich später und bis heute auf dieser Erde und in dieser ganzen Weltgeschichte erfüllt hat, ohne dass er es im Paradies angekündigt hat. Und da möchte ich euch wieder einladen, dass wir zu diesen
Prophezeiungen hingehen, die Gott nach dem Sündenfall den Menschen vermittelt hat. Und wenn ich hier von Prophezeiungen spreche, dann meine ich jetzt hier in 1. Mose Kapitel 3 ab Vers 14 und bis Vers 19. Und diesen Abschnitt, den haben wir schon einige Male gelesen und uns angeschaut, heute einmal von dieser Fragestellung her. Es geht hier eigentlich, ja, wir würden es gar nicht so als Prophezeiung vielleicht formulieren, und doch ist es eine Prophezeiung. Es geht hier um die Ankündigung von den Folgen der Sünde, die Adam angekündigt worden sind. Und eigentlich sind es sogenannte Flüche. Und das Thema, das wir heute behandeln, wird sich sehr stark mit diesen Fluchgedanken in der Bibel beschäftigen, der ja etwas ist, was wir eigentlich sehr ungern mit Gott in Verbindung bringen können. Von Flüchen zu reden ist nicht angenehm. Und doch gebraucht die Bibel dieses Wort des Öfteren, und wir werden uns heute etwas mit verschiedenen Texten beschäftigen, die wir vielleicht gar nicht so gerne lesen oder so häufig lesen. Und trotzdem ist das ein Thema, das es zu verstehen gilt, um das richtige Verständnis von Gott und das richtige Gottesbild zu haben. Denn normalerweise würden wir Flüche immer mit dem Teufel in Verbindung bringen. Das ist etwas Teuflisches, Flüche. Aber die Bibel gebraucht diesen Begriff immer auch im Zusammenhang mit Gott. Und wir haben keinen einzigen Text in der Bibel, der davon spricht, dass der Teufel verflucht, dass irgendwie vom Teufel Flüche ausgehen. Dieser Zusammenhang oder diese Sprache finden wir in der Bibel nicht. Das Verfluchen, das Wort Fluch, wird sehr oft im Zusammenhang mit dem in Verbindung gebracht, was Gott spricht, was von Gott kommt. Und das ist auch hier bei diesem ersten Fluch so. Und da lesen wir im Vers 14. Und wir werden uns jetzt die Frage stellen, was von diesen Flüchen hat sich buchstäblich erfüllt und was vielleicht nicht? Und was ist da alles, was hier angesprochen wurde, was fehlt hier von dem, was die Welt an Flüchen in ihrer Geschichte eigentlich in Wirklichkeit erlebt hat? Gehen wir das kurz durch noch einmal hier in Vers 14. Da kommt ein erster Fluch, der richtet sich zunächst an die Schlange. Also ich habe hier diesen Abschnitt in 10 Punkte eingeteilt, 10 verschiedene Flüche, die 10 verschiedene Bereiche betreffen, die Gott hier als Folge dieser ersten Sünde im Paradies angekündigt hat. Und zwar in Vers 14, da sprach Gott der Herr zu der Schlange. Gott spricht also, weil du das getan hast, seist du verflucht. Also hier haben wir diesen Hinweis, Gott verflucht hier die Schlange. Wie sieht dieser Fluch aus oder wie soll dieser Fluch aussehen? Verstoßen seist du aus allem Vieh und allen Tieren auf dem Felde. Auf deinem Bauche sollst du kriechen und Erde fressen dein Leben lang. Die Frage, hat sich das erfüllt, dass dieses Tier, diese Schlange, von allen Tieren auf dem Felde verstoßen wurde? Wenn wir jetzt an die buchstäbliche Schlange denken, da müssen wir sagen, ja, stimmt, die Schlange kriecht auf dem Bauch. Dann heißt es hier, Erde soll sie fressen ihr Leben lang. Wenn man sich nicht auskennt bei der Schlangen, dann wird man wahrscheinlich glauben, ja, die Schlange lebt tatsächlich von Erde, aber ich möchte darauf hinweisen, wenn sich jemand näher mit der Ernährung von Schlangen beschäftigt, dann wird er drauf kommen, dass Schlangen ja keine Erde fressen oder zumindest nicht mehr Erde fressen als irgend andere Tiere. Vielleicht gibt es viele Tiere, die in der Erde leben oder am Boden kriechen, die viel mehr Erde in ihrem Bauch bekommen als eine Schlange. Das ist eine Tatsache, der wir gegenüberstehen, wo wir dann natürlich einen Anlass haben zu fragen, was ist mit diesem Fluch konkret gemeint?
Hat sich das wirklich an der buchstäblichen Schlange erfüllt? Das wird ein Thema sein, über das wir dann auch später in einem anderen Thema noch einmal zurückkommen werden. Für den Moment einmal lassen wir es einmal so oberflächlich stehen, dass wir sagen, okay, die Schlange, da ist ein gewisser Fluch, den wir da erkennen können, die kriecht auf den Bauch und ja, mit der Erde, vielleicht ist da auch etwas dran, aber vielleicht doch nicht so ganz sich erfüllt, wie es hier steht, wenn es um die buchstäbliche Schlange geht. Persönlich bin ich hier eher der Meinung, dass es hier auch ein Bild ist, das wir in übertragenen Sinn behandeln könnten oder behandeln müssten, weil ja hier die Schlange auch ein Bild für Satan ist. Aber das vielleicht in einem späteren Thema. Dann kommt ein weiterer Fluch, der über diese Schlange ausgesprochen wird. Und da merken wir schon, das geht jetzt nicht mehr um die buchstäbliche Schlange, sondern sehr wohl um den Teufel. Dem soll hier der Kopf zertreten werden. Eine Feindschaft, von der wir das letzte Mal gesprochen haben, wird da sein zwischen Gut und Böse. Das hat sich offensichtlich sehr deutlich erfüllt. Das erleben wir bis heute, dass hier diese Feindschaft da ist. Aber der Kopf der Schlange, wenn es der Teufel ist, können wir sagen, dass der schon zertreten ist. Wenn wir das Kopf zertreten mit dem buchstäblichen Zertreten des Kopfes des Teufels in Verbindung bringen, dann müssen wir sagen, hat sich eigentlich zumindest noch nicht erfüllt. Nur aus der Prophetie wissen wir, dass sich das irgendwo einmal erfüllen wird, dass Satan einmal vernichtet wird, wenn das die Aussage meint und dieser Text hier das meint. Dann kommt der nächste Fluch und zum Weibe sprach er, ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst. Unter Mühen sollst du Kinder gebären. Und ich glaube, jede Mutter, die jetzt zuhört und wir alle auch als Väter wissen, welchen Schmerzen, welchen Unannehmlichkeiten Frauen immer wieder ausgesetzt sind, Mütter, wenn sie Kinder gebären. Hier kann man sagen, hat sich alles erfüllt bis heute, was hier in diesem Fluch drinnen war. Die Schmerzen, die bei der Geburt und auch während der Schwangerschaft sich ja immer wieder zeigen, beim einen mehr, beim anderen weniger. Dann ein nächstes prophetisches Wort an die Frau. Dein Verlangen soll nach deinem Manne sein, aber er soll dein Herr sein. Das heißt, erster Gedanke, das Verlangen der Frau soll nach dem Manne sein. Jetzt müssten wir uns als Männer fragen, stimmt das? Ist das jetzt nur die Frau, die ein Verlangen nach dem Manne hat? Hat sich das nur so erfüllt? Oder ist nicht auch vielfach auch umgekehrt? Wir Männer haben doch genauso ein Verlangen nach unserer Frau. Und wenn man denkt, wie viele Männer hier ohne Frauen nicht leben können und was sich hier alles abspielt in dieser gegenseitigen Beziehung, da muss man sagen, das hat sich eigentlich auf beiden Seiten erfüllt und nicht nur auf einer Seite. Also, wie ist das gemeint? Dann, er soll dein Herr sein. Das sind natürlich Fragen dann, wo man sagen muss, weil Gott das hier gesagt hat, muss das jetzt so sein? Muss ich das so erfüllen? Hat sich das so erfüllen müssen? Oder bestand da auch eine Möglichkeit, dass es anders kommt? Tatsache ist, dass die Männer zum Großteil ihre Herrschaft aufgebaut haben und wenn wir in die alttestamentliche Geschichte hineinschauen, dann ist es wirklich so, dass hier ein Patriarchat aufgebaut worden ist und dass die Männer sehr stark über die Frauen zu herrschen begonnen haben. Also auch das hat sich irgendwo ziemlich wörtlich erfüllt. Dann kommt ein weiterer Fluch zum Mann. Auch die Männer kommen dran letztendlich und hier speziell Adam. Weil du gehorcht hast der Stimme deines Weibes und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, verflucht sei der Acker. Jetzt kommt der Fluch auf den Acker. Was meint das? Um deinetwillen. Um des Menschen willen, um seiner Sünde willen, offensichtlich. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähern ein Leben lang. Kann man sagen, dass sich das erfüllt hat?
Ich denke, jeder, der auf einem Acker arbeitet einmal und der diese Mühe am Acker kennt, der weiß, das hat sich buchstäblich erfüllt. Bis heute müht sich die Welt überall dort ab, wo es Acker gibt. Und die Menschen, die mit Ackerbau zu tun haben, wissen, was das hier wörtlich meint. Also auch dieser Fluch hat sich eigentlich erfüllt. Dann geht's weiter, Dornen und Disteln soll er dir tragen und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Auch das hat sich erfüllt, die Äcker und Wiesen und überall, wo wir uns befinden, sind voll von Dornen und Disteln und also, dass man sagen kann, das hat sich buchstäblich erfüllt. Diese Flüche sind also eingetreten. Dann im Vers 19, im Schweiße deines Angesichtes sollst du dein Brot essen. Auch das wird jeder einmal erlebt haben, wie man im Schweiße seines Angesichtes auch immer wieder sein Brot verdienen muss. Jeder in seiner Arbeit, auf seine Art und Weise. Ohne Schwitzen geht es eigentlich nicht. Auch selbst dort, wo die Kälte herrscht, man kommt auch selbst dort, wenn man arbeiten möchte und schwer zu arbeiten hat, einfach irgendwo einmal zum Schwitzen. Also wortwörtlich kann man sagen. Bis du wieder zur Erde wirst, von der du genommen bist, denn du bist Erde und sollst zur Erde werden. Auch das hat sich grundsätzlich erfüllt. Alle Menschen sind sterblich geworden, obwohl wir auch das letzte Mal schon angedeutet haben, aber eigentlich sind nicht wirklich alle Menschen gestorben und auch in Zukunft werden nicht alle Menschen zur Erde werden. Also auch hier haben wir zwischendurch wieder mit einem prophetischen Wort zu tun, das sich nicht so ganz buchstäblich in der Weise erfüllt hat, wie es hier eigentlich für den Menschen angekündigt wurde. Vielleicht noch ein Gedanke, den ich das letzte Mal noch erwähnen wollte, und zwar in Römer 5. Diese Sterblichkeit, dass der Mensch zur Erde wird, das ist ja letztendlich durch diese Sünde von Adam auf alle Menschen übergegangen. Aber wenn wir Römer 5, Vers 12 genau lesen, dann ist das nicht deshalb übergegangen, weil Adam alleine gesündigt hat, sondern der Text sagt auch hier ganz deutlich, dass nicht Adam letztendlich am Tod aller Menschen schuld ist, sondern es steht hier in Römer Kapitel 5, Vers 12, derhalben wie durch einen Menschen die Sünde ist in die Welt gekommen und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen. Und da steht jetzt hier nicht, weil Adam gesündigt hat, sondern weil sie alle gesündigt haben. Also auch hier wieder ein Akzent, den wir das letzte Mal in unserem Thema gelegt haben, wo wir uns hüten sollten, immer Adam die ganze Schuld zuzuschieben für alle Übel und auch selbst für das Sterben der Menschen auf dieser Erde. Da gibt es eben auch eine Eigenverantwortung, die jeder Mensch vor Gott hat. Auch das wollte ich hier noch einmal betonen. Nun haben wir uns diese Prophezeiungen, diese Flüche angeschaut, die sich ziemlich alle im Paradies so erfüllt haben. Aber nun die Frage, die ich hier stellen möchte, wovon hat Gott im Paradies nichts gesagt? Von welchen Flüchen und von welchem Unheil, das im Laufe der Geschichte dieser Welt in diese Welt hineingebrochen sind und über diese Welt hereingebrochen sind, von welchen dieser Flüche und Gerichten hat Gott nichts gesagt? Kein Wort im Paradies, kein Wort an Adam. Und ich habe mir hier eine ganze Liste von solchen Ereignissen und Folgen der Sünde aufgeschrieben und zusammengestellt, die ich da jetzt mit euch kurz etwas durchgehen möchte, von denen Adam nichts gehört hat und ihm nichts angekündigt wurde. Zum Beispiel, Adam hat nichts gehört von Gott, von allen möglichen Krankheiten, die sich im Laufe der Geschichte dieser Welt entwickelt haben und die wir heute im höchsten Maße haben wie noch nie zuvor. Kein Hinweis an Adam, du wirst schwer krank werden und du wirst furchtbar leiden und furchtbare Schmerzen haben, bevor du dann zu sterben hättest.
Es wurde nichts gesagt von Mord und Ehebruch und Betrügereien, die wir heute in Massen haben und von denen die Welt durch die ganze Geschichte hin gezeichnet wurde. Es wurde nichts gesagt von Vergewaltigungen unter Menschen, von Kindesmisshandlungen, die heute immer mehr die Gesellschaft prägen und von allen möglichen anderen Verbrechen, wo einem ja manchmal die Worte fehlen, auf welche Ideen Menschen immer wieder kommen. Nichts davon ist Adam im Paradies angekündigt worden, wenn wir das einfach mal so stehen lassen, wie Gott dort im Paradies die Flüche angekündigt hat, sind sie ja eigentlich sehr glimpflich, eigentlich sehr, sehr human, kann man sagen. Ja? Wenn wir die Welt ansehen, wie sie sich in der Geschichte entwickelt hat, was ist da alles passiert? Adam wurde nichts gesagt von Terrorismus, wie er heute die Welt prägt, von furchtbaren Völkerkriegen, wie sie nach und nach in der Geschichte sich aufgebaut haben, wo ja Menschen auf die furchtbarsten Ideen gekommen sind, wie man Kriege führt und sich gegenseitig vernichtet. Nichts von Sprachenverwirrung, die es nach der Sintflut durch den Turmbau von Babel gegeben hat, durch die Zerteilung der Völker, durch diese Sprachenverwirrung, ein großes Problem, das die Menschheit bis heute in große Probleme gestürzt hat. Nichts davon wurde Adam angekündigt. Und man könnte sich fragen, ja, wenn Gott das vielleicht alles schon angekündigt hätte, vielleicht wäre Adam zusammengebrochen, vielleicht hätte er das überhaupt gar nicht vertragen können und hätte keine Ahnung gehabt von all den Dingen, die da passieren wird. Adam hat nichts gehört von Bomben- und Raketenangriffen auf irgendwelche Menschen und Städte oder sogar von Atombomben. Das hätte offensichtlich im Paradies keinen Sinn gehabt, solche Dinge alle anzukündigen. Adam hat nichts gehört von schrecklichen Unfällen, zu Wasser, zu Lande und in der Luft, was sich da heute abspielt. Durch Jahrhunderte in der Geschichte hat es das alles nicht gegeben. Und ihr merkt schon, ich zähle hier Ereignisse auf, die es nicht immer in der Geschichte gegeben hat. Da kamen immer wieder neue und neue Unheilsbotschaften und Unheilsfälle dazu. Adam wurde nichts gesagt von gewaltigen Naturkatastrophen, von Erdbeben, von Vulkanausbrüchen, von gewaltigen Stürmen, Tornados, Orkanen, Tsunamis. Es wurde ihm nichts angekündigt von der Sintflut, die sehr bald nach der Erschaffung der Erde in den ersten 1,5 Jahrtausend gekommen ist. Oder von anderen riesigen Überschwemmungen, die diese Welt seither eingeholt hat und immer wieder heimgesucht hat. Und dabei sollten wir nicht vergessen, dass Gott ja angekündigt hat, die Erde soll nie mehr wieder durch eine gesamte Flut vernichtet werden. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott vorprogrammiert hat, dass dann die Erde trotzdem, obwohl diese Flut ursprünglich über diese ganze Welt hereingebrochen ist, dann große Wasserfluten trotzdem kommen lassen würde. Dass das auch nach der Sintflut noch irgendwo das Programm oder der göttliche Plan war. Ich denke, als Gott dem Noah verheißen hat, dass keine Flut mehr kommen wird, dann meine ich, dass es nicht in der Absicht Gottes lag, dass kleinere Fluten kommen würden, die hunderttausende Menschen obdachlos machen und Millionen Menschen obdachlos machen. Das kann Gott nicht von Anfang an schon so gewollt haben oder vorprogrammiert haben. Es wurde auch nichts gesagt im Paradies von Hitze, von Dürrezeiten, von Kältezeiten, von Eiszeiten, die diese Welt erlebt hat. Nichts von Feuersbrünsten, genau das Gegenteil wieder. Und die heute sich mehr und mehr über diese Welt ausbreiten und sich steigern. Warum das alles? Gott hat auch den Adam nichts angekündigt, dass seine Sünde große Hungersnöte ins Land bringen würde.
Pestseuchen und andere große soziale und andere Notzeiten. Von all dem ist nichts gesprochen worden. Adam hat keine Ahnung gehabt, dass irgendwann einmal auf dieser Erde eine große Auseinandersetzung zwischen Reich und Arm stattfinden wird. Eine große Schere zwischen armen und reichen Leuten und die Konsequenzen daraus, die entstehen würden. Und ich denke, wir sind noch nicht am Höhepunkt dieser Auseinandersetzungen. Wir können schon ahnen, aus dieser Finanzkrise, von der Adam ebenfalls keine Ahnung hatte und dem Gott nicht angekündigt hat, was hätte es für einen Sinn gehabt, damals über all diese Dinge zu reden. Von dem allen erfuhr Adam nichts. Das heißt, Gott hat im Paradies noch nicht alle Flüche und alle Gerichte, die über diese Welt hereingebrochen sind im Laufe der Geschichte, gleich aufgeklärt und sie angekündigt. Und es muss einen Grund gehabt haben, warum. Jedenfalls, all das, was wir jetzt aufgezählt haben, hat wohl sehr wenig mit der Sünde Adams zu tun. Wir haben das letzte Mal von der Reihenfolge von Sündenfällen gesprochen. Und all diese Dinge, die ich jetzt hier nur mal grob aufgezählt habe, können nur Folgen dieser weiteren Sündenfälle interpretiert werden und gesehen, als solche gesehen werden. Wir sollten in diesem Zusammenhang darauf achten, dass Gott nach diesem Sündenfall im Paradies, nach diesen ersten Ankündigungen dieser Flüche, nicht aufgehört hat, weitere Sündenfälle anzusprechen. Das heißt, wir haben hier in Kapitel 4, gleich nach dem Sündenfall, nachdem der Mensch aus dem Paradies hinausgetrieben worden ist, kam es zu dieser Geschichte von Kain und Abel. Und Abel wurde von seinem Bruder Kain erschlagen. Gott hat hier nicht tatenlos zugesehen, sondern er hat, wie wir das auch letzte Mal schon angedeutet haben, er hat ja den Abel oder den Kain gewarnt davor und hat ihm geholfen, dass er bewahrt bleibt vor dieser schrecklichen Tat. Und nachdem er das trotzdem getan hat, kam ein zweiter Fluch, den Gott ausgesprochen hat, und jetzt traf dieser Fluch nicht seinen Vater, sondern jetzt richtete sich dieser Fluch an den Sohn, also an Abel. Und da heißt es hier in 1. Mose Kapitel 4, Vers 11, und das ist eigentlich hier der zweite Fluch, den Gott hier seit der Erschaffung des Menschen und nach dem Sündenfall über die Menschen ausgesprochen hat. Und da heißt es hier, und nun, verflucht seist du auf der Erde, die ihr Maul hat aufgetan und deines Bruders Blut von deinen Händen empfangen. Wenn du den Acker bebauen wirst, soll er dir hinfort seinen Ertrag nicht geben. Hier kommt eine Art Wiederholung dieses Fluches in ähnlicher Form, wie sie schon dem Adam vorher angekündigt worden ist, bevor er seine Söhne hatte. Und hier ist auch der Zusammenhang, warum hier der Fluch über Kain ausgesprochen wird. Und wenn hier der Fluch über den Acker ausgesprochen wird, dann merken wir schon, dass von diesem Acker ja jetzt nicht nur der Kain, der schuldige Kain, leben würde, sondern ja auch Unschuldige, die durch diese Sünde von Kain mit in Mitleidenschaft gezogen werden würden. Adam hat ja auch noch andere Kinder gehabt, und wenn hier der Fluch ausgesprochen worden ist über den Acker, dann dürfen wir das nicht so verstehen, dass jetzt nur der Acker von Kain verflucht sein würde und er seine Früchte nicht mehr so geben würde, wie es sein sollte, sondern dass offensichtlich hier ein Fluch generell über den Acker ausgesprochen worden ist. Und das war ja auch bei Adam so.
Nicht nur sein Acker, von dem er sich ernähren sollte, sollte Dornen und Distel tragen, sondern der Acker, von dem dann die ganzen Nachkommen leben werden. Und das ist ein Hinweis darauf, dass hier offensichtlich Flüche, die Gott ausgesprochen hat, und solche negativen Folgen, die also kommen würden, nicht nur die Schuldigen treffen, sondern auch Unschuldige damit in Verbindung gebracht werden und Unschuldige genauso darunter zu leiden haben werden. Und das ist eigentlich eine Tatsache, der wir durch die ganze Geschichte hindurch begegnen und die wir etwas weiter verfolgen werden. Warum das eigentlich so ist? Kann Gott hier nicht einen Unterschied machen, dass er die Schuldigen eben bestraft und die Unschuldigen bewahrt vor solchen Strafen? Offensichtlich war das im Plan Gottes nicht so vorgesehen. Und wir müssen fragen, ja, was steckt dahinter? Was hat hier Gott für Absichten gehabt damit? Was will er damit zum Ausdruck sagen? Wenn wir hier diese Flüche anschauen, die Gott dem Adam angesprochen hat und auch die Eva und jetzt auch dem Kain gegenüber ausgesprochen hat, dann sollten wir das natürlich nicht so sehen, dass wir es hier mit einem Gott zu tun haben, der also eine Freude hat, jetzt jemanden, der gegen ihn gesündigt hat, einfach zu bestrafen. Flüche sind nicht ein Wutausbruch Gottes. Das klingt zwar so, und dieser Begriff Fluch, der ist in unserem Sprachgebrauch so da und wird so verstanden, als würde hier jemand in seinem Zorn eben Verwünschungen aussprechen. Aber wenn wir das Thema der Flüche in der Bibel richtig behandeln, dann geht es hier eigentlich um nichts anderes als um eine Prophetie, um eine Prophezeiung, um Ankündigungen, die Gott ausspricht, die aber nicht im Sinne einer unausweichlichen Prophetie zu verstehen ist und einen unausweichlichen Unheil zu verstehen ist, sondern eigentlich immer im Sinne einer Warnung, die Gott immer noch aussprechen möchte. Und er sollte letztendlich den Menschen schützen davor, jetzt in dieser sündigen Haltung, in dieser rebellischen Haltung gegen Gott einfach weiterzumachen. Und dass es so zu sehen ist, dass Gott hier nicht einen Wutausbruch hat und hier einfach seinen Zorn über Kain auslässt, dass es nicht so gemeint ist, das können wir aus dieser Geschichte vom Kain hier selber beachten. Gott sagt zwar auch im nächsten Text, also im Kapitel 4, Vers 12, unstet und flüchtig sollst du sein auf Erden. Auch dieses sollst du sein, wenn wir den hebräischen Grundtext anschauen, dann geht es dort nicht darum, das soll jetzt so sein, das ist also ein Wunsch, den Gott hat, sondern die hebräische Sprache drückt sich hier aus, das wird so sein. Du wirst unstet und flüchtig sein. Aber warum hat Kain unbedingt unstet und flüchtig sein müssen, nur weil Gott jetzt das so ankündigt? Dass es dann so gekommen ist, hat mit dem zu tun, was Kain hier im Vers 13 mit Gott dann redet, wie auf dieses Handeln Gottes, auf diese Ankündigung Gottes reagiert. Und da heißt es, Kain aber sprach zu dem Herrn, meine Strafe ist zu schwer, als dass ich sie tragen könnte. Oder es gibt eine andere Übersetzung, in den Fußnoten gibt es da eine andere Übersetzung, wo es heißt, bei Luther zum Beispiel, meine Sünde ist größer, denn dass sie mir vergeben werden möge. Das heißt, Kain hat hier irgendwo diesen Gedanken gehabt, Gott verflucht mich jetzt, er will mit mir nichts mehr zu tun haben. Dabei war es eigentlich genau das Gegenteil. Gott wollte den Kain durch diese Fragestellung und durch dieses Gespräch und auch durch diese Ankündigung von diesen negativen Folgen seiner Sünde eigentlich dazu bewegen, dass er zurückkehrt zu Gott. Dass er hätte er an seinem Vater wissen können und an dem Beispiel seiner Eltern, dass Gott ihnen vergeben hat und dass Gott nicht der ist, der jetzt den Zorn einfach unvermindert ausgießt über einen Menschen, sondern dass er bereit ist, auch den Menschen zu vergeben und wieder in eine neue Beziehung mit ihm zu gehen.
Aber offensichtlich hat Cain diese Haltung einfach nicht angenommen von Gott. Jetzt sagt er noch im Vers 14, siehe, du treibst mich heute vom Acker und ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen und muss unstet und flüchtig sein auf Erden. Wer sagt, dass das so sein musste? Cain hat sich hier offensichtlich selbst entschieden, von Gott wegzugehen. Nicht Gott hat ihm gesagt, geh weg von mir, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben, sondern es heißt ja dann, wenn wir weiter unten lesen im Vers 16, wo wir das letzte Mal schon angesprochen haben, so ging Cain hinweg von dem Angesicht des Herrn und wohnte im Lande in Not jenseits von Eden gegen Osten. Nicht Gott hat ihn weggetrieben, Gott hat ihn eigentlich durch das, was er ihn angekündigt hat, abschrecken wollen, dass er sich weiter von Gott entfernt. Er wollte ihn zurückholen und dadurch diesen Ankündigungen irgendwo zu entgehen. Wenn wir die Geschichte richtig betrachten und wenn wir auch die weiteren Geschichten in der Bibel betrachten, dann werden wir merken, dass wir das nur so zu verstehen haben. Wir haben es bei diesem Gott der Bibel nicht mit einem Despoten zu tun, mit einem Tyrannen, der Freude hat, Menschen zu drohen und sie zu bestrafen. Das ist zwar ein Bild, das viele Menschen von Gott haben, weil solche Dinge in der Bibel stehen und man sie nicht richtig deutet und nicht richtig versteht. Aber der Schöpfer des Universums, wenn er hier solche Dinge ankündigt, dann tut er das deshalb, weil er dieses Universum geschaffen hat, weil er den Menschen geschaffen hat und weil er auch die Natur geschaffen hat. Und er wusste genau, dass diese Natur in einer gewissen Gesetzmäßigkeit existiert und dass es nicht möglich ist, gegen die göttlichen Gesetze, gegen Naturgesetze zu leben, gegen moralische Gesetze, die Gott den Menschen gegeben hat, zu leben, gegen Gesetze, die die Beziehung mit Gott regeln. Kein Mensch kann ungestraft gegen Gott leben. Gegen Gott zu leben würde bedeuten, auch gegen die Natur zu leben, die Gott aber unter Gesetze gestellt hat. Und weil Gott das wusste, dass hier Ungehorsam, Untreue und Gesetzesübertretung Folgen hat, hat er die Menschen auf diese Folgen aufmerksam gemacht und wollte sie damit natürlich warnen und davor hüten, dass sie das tun. Wir können das, als Gott dem Menschen im Paradies angekündigt hat, schon vor dem vor dem Sündenfall, dass er sterben würde, wenn er von dieser Frucht isst, dann hat er das nicht aus einer Bosheit gegenüber den Menschen gesagt, sondern weil er wusste, dass das letztendlich eine Konsequenz sein würde und Gott wollte den Menschen davor warnen. Und wenn man dieses Bild nicht hat, dass hier jedes Gericht, das in der Bibel angekündigt wird, jeder Fluch, der von Gott ausgesprochen wird in der Bibel, dass es nicht diesen Sinn hat, dass hier ein liebender Gott Menschen warnen möchte und wenn sie schon einmal gesündigt haben, immer noch zurückrufen möchte, dann wird man hier ein völlig falsches Gottesbild haben. Ich möchte euch jetzt auf einen weiteren Abschnitt, überspringen jetzt die Geschichte vom Sündenfall von Adam und Eva bis herein in die Geschichte Israels. Und das ist sehr bemerkenswert, der Großteil des Alten Testamentes ist ja die Geschichte Israels. Wir haben ja nur einige Blätter, die die Geschichte vor der Sintflut und bis hin zu Abraham hin uns berichtet. Und als Gott das Volk Israel erwählt hat, als ein besonderes Volk aus den verschiedenen Völkern, dann hat er besonders dieses Volk warnen wollen. Und es ist sehr bemerkenswert, dass die meisten Flüche, die konkretesten Flüche, die Gott angekündigt hat und die er ausgesprochen hat, eigentlich das Volk Israel betroffen haben.
Und ihr könnt das selber in der Bibel für euch einmal durchgehen, wo da überall von solchen Flüchen und von solchen Gerichten die Rede ist. Und da werdet ihr merken, dass da sehr stark Gott sich an Israel richtet, an das Volk. Und da gibt es ein besonderes Kapitel in 5. Mose Kapitel 27. Ja? Und das ist eine sehr interessante Geschichte, die sich abgespielt hat und wo Gott hier eine besondere Anordnung an Mose gegeben hat, im Zusammenhang mit der ganzen Gesetzgebung am Sinai und auch später noch, wo ja Gott auch während der ganzen Wüstenwanderung immer wieder auch vom Heiligtum heraus neue Gesetze gegeben hat und neue Anweisungen für das Volk gegeben hat. Und da lesen wir in 5. Mose 27, in meiner Lutherbibel ist das überschrieben, die Denksteine mit dem Gesetz. Lesen wir diesen Abschnitt hier, und da heißt es hier, und Mose samt den Ältesten Israels gebot dem Volk und sprach, haltet alle Gebote, die ich euch heute gebiete. Und zu der Zeit, wenn ihr über den Jordan geht in das Land, das dir der Herr dein Gott geben wird, sollst du große Steine aufrichten und sie mit Kalk dünchen. Eine interessante Anordnung. Wozu soll das geschehen? Da sagt Gott hier, und auf diese Steine, die mit Kalk gedüncht sind, und darauf schreiben alle Worte dieses Gesetzes. Also die Gesetze Gottes auf Stein geschrieben. Und das sollst du tun, wenn du hinübergehst, auf das du kommest in das Land, das der Herr dein Gott dir geben wird. Ein Land, darin Milch und Honig fließt, wie der Herr, der Gott deiner Väter, zu dir gesagt hat. Wenn ihr nun über den Jordan geht, so sollt ihr, wie ich euch heute gebiete, diese Steine auf dem Berge Ebal aufrichten und mit Kalk dünchen. Und dort sollst du dem Herrn, deinem Gott, einen Altar bauen aus Steinen, die kein Eisen berührt hat. Also es wurde den Israeliten, das war auch ein besonderes Gesetz, das man auch in 2. Mose 20 findet, es wurde den Israeliten nicht erlaubt, mit irgendeinem Meißel einen Stein zuzuhauen, dort in dieser Wüstenwanderung, während dieser Geschichte. Und das sollte eigentlich ein Gesetz sein, das offensichtlich einfach gelten sollte für Israel, dass sie keinen Altar mit behauenen Steinen machen sollten. Ja? Das hat sicher einen Sinn. Sie sollten nicht die Altäre zu irgendwelchen Götzenbildern machen und zu irgendwelchen besonderen Städten machen, wo man mehr auf die Kunst der Altäre schaut, sondern eher auf das, was Gott mit diesem Altar eigentlich möchte und was er vom Menschen erwarten sollte. Das heißt hier im Vers 7, ja, oder Vers 6 noch, und von unbehauenen Steinen sollst du diesen Altar dem Herrn deinem Gott bauen und Brandopfer darauf opfern dem Herrn deinem Gott. Und dann Opfer darbringen und dort essen und fröhlich sein vor dem Herrn deinem Gott. Und Mose und die levitischen Priester redeten mit ganz Israel und sprachen, merke auf und höre Israel, am heutigen Tage bist du ein Volk des Herrn deines Gottes geworden, dass du der Stimme des Herrn deines Gottes gehorsam seist und tust nach seinen Geboten und Rechten, die ich dir heute gebiete. Also ein ganz besonderer Auftrag, sich besonders Gott zu weihen, und diese Altäre sollten ja ein Ausdruck dieser Weihe sein. Und wenn hier die Gebote auf diesen Altären in Stein gemeißelt werden sollten, also nicht die Steine meißeln, sondern die Gebote hineinmeißeln in diesen Stein, ja, das hat Gott hier verlangt, dann sollte das hier jeder Altar eine Anbetungsstätte sein, die den Menschen erinnern sollte, dass Gott nicht in erster Linie, wie es auch dann später zum Ausdruck gebracht wurde, nicht in erster Linie Opfer möchte, sondern und tote Tiere möchte, sondern gehorsame Menschen. Nicht fehlerlose,
schuldlose Tiere und unschuldige Tiere sollten das Vordergründige sein, das Gott wollte, sondern er wollte hier Menschen, die nach seinem Bilde wandeln, die nach seinem Gesetz wandeln und tun. Und wenn der Mensch, solange der Mensch mit dem Gesetz in Übereinstimmung steht, müsste er eigentlich keine Tiere schlachten, in dem Sinn schon gar nicht ein Sündopfer. Wenn, dann waren hier Dankopfer gemeint. Aber selbst das war ja nicht im Grunde genommen der absolute Gedanke, den Gott wollte, Millionen von Tieren zu schlachten. Wir haben im Alten Testament immer wieder diesen Hinweis, Gott hat keinen Gefallen mehr gefunden an diesen Dingen, sondern er wollte eben im Gehorsam sein, im Gehorsam den Menschen haben. Gehen wir weiter in diesen, jetzt kommt ein Abschnitt hier, ab Vers 12, die 12 Fluchworte. Und vielleicht hat sich der eine oder andere noch gar nie die Mühe gemacht, einmal diese Fluchworte richtig durchzugehen. Und ich möchte das aber heute mit euch machen, dass wir mal hier, weil wir das Thema der Flüche haben, schauen wir uns einmal an, was Gott hier alles mit Fluch belegt hat. Ja, und das täte dieser Welt gut, sich damit zu beschäftigen. Und da steht hier ab Vers 11, und Mose gebot dem Volk an diesem Tage und sprach, diese sollen stehen auf dem Berge Garizim. Da spricht er jetzt von diesen Altären, ja, die gebaut werden sollte. Und diese sollten stehen am Berg Garizim, um das Volk zu segnen. Wenn ihr über den Jordan gegangen seid, Simeon, Levi, Juda, Issachar, Josef und Benjamin. Und diese sollen stehen auf dem Berge Ebal. Also es sind zwei Berge, die Gott angekündigt hat. Das eine auf dem Berg Garizim, auf dem dann später die Samariter ihre Altäre gebaut haben. Und der andere auf dem Berge Ebal. Und der eine Altar, der eine Berg, dieser Berg Garizim, soll also ein Berg des Segens sein. Dort sollen die Segenssprüche ausgesprochen werden über Israel. Und auf dem Berge Ebal, auf der anderen Seite, um zu verfluchen. Ruben, Gad, Asa, Sebulon, Dan, Naphtali. Also diese Stämme sollten dort auf diesem Berg stehen und die anderen Stämme auf dem anderen Berg. Die einen sollten die Fluch, also die Segenssprüche aussprechen vor diesen Altären und die anderen die Fluchsprüche. Eine sehr bemerkenswerte Sache, die der Gott hier anordnet. Was soll das für einen Sinn haben? Und dann steht hier im Vers 14, und die Leviten sollen anheben, zu allen Männern Israel mit lauter Stimme sagen. Also die Leviten sollten das machen, auf der einen Seite sollten sie Segen sprechen und auf der anderen Seite den Fluch aussprechen, jeweils auf den jeweiligen Berg, den Gott hier angekündigt hat. Und jetzt schauen wir uns diese Flüche etwas an. Im Vers 16 steht, verflucht sei, wer seinen Vater oder seine Mutter verunehrt. Und alles Volk soll sagen Amen. Ist es nicht bemerkenswert, dass Gott, mit welchem Fluch hier Gott beginnt? Ein sehr bemerkenswerter Beginn. Man müsste sich fragen, Entschuldige, da habe ich jetzt einen Text zuvor gelesen, entschuldigt mir jetzt, im Vers 15 kommt der erste Fluch. Verflucht sei, wer einen Götzen oder ein gegossenes Bild macht, einen Greuel für den Herrn, ein Werk von den Händen der Werkmeister und es heimlich aufstellt. Und alles Volk soll antworten und sagen Amen. Wenn wir das den Wortlaut, also die Reihenfolge hier anschauen, dann werden wir drauf kommen, dass dieser Fluch hier damit beginnt, mit einem Gebot, das auch in den 10 Geboten als das erste auf der ersten Tafel steht. Keine anderen Götter neben mir zu haben und kein Bildnis von diesen Göttern zu machen. Das war auch das erste Gebot auf den 10 Geboten. Das stellt Gott hier an die erste Stelle. Ausdrücklich sollte hier gesagt werden, und das ist offensichtlich hier an der ersten Stelle, das ist für Gott immer noch das Wichtigste, dass der Mensch nicht zu einem verkehrten Gottesbild kommt,
dass er nicht anfängt, sich Götter darzustellen in Tierform, in irgendwelchen verkommenen Menschenformen, sondern dass er darauf verzichtet, dass er seinen Gott im Herzen hat und im Gedanken die richtige Vorstellung von diesem Gott hat. Und alles Volk nach so einem Flug soll sagen Amen. Amen bedeutet, so sei es. Und jetzt überlegt einmal, Gott versammelt das ganze Volk, sollte dort auf diesem Berg versammelt sein und diese Flugsprüche sollten dort ausgesprochen werden. Und das Volk sollte dem Ganzen zustimmen. Das heißt, hier sollte das Volk, dem Volk sollte bewusst gemacht werden, dass es Folgen haben würde, wenn sie mit Gott in den Bund brechen. Und sollte aber auch Segen haben, denn es ist sehr bemerkenswert, von den Segenssprüchen wird hier in diesem Abschied, in diesem Zusammenhang nichts gesagt. Es wird hier, der Fluch wird betont. Und das werden wir im nächsten Kapitel, bei Kapitel 28, dann auch merken, wo hier die Schwerpunkte gesetzt sind. Dann der zweite Fluch, verflucht sei, wer seinen Vater oder seine Mutter verunehrt. Und alles Volk soll sagen Amen. Damit, und wenn ihr das, die 10 Gebote anschaut, dann werden wir merken, die ersten 4 Gebote regeln das Verhältnis des Menschen zu Gott. Und die zweite Tafel regelt das Verhältnis des Menschen zu Mensch. Und das erste Gebot, das in den 10 Geboten diese mitmenschliche Beziehung darstellt, ist nicht das Gebot, du sollst nicht töten oder du sollst nicht Ehe brechen, sondern ebenfalls dieses Gebot, Vater und Mutter zu verehren, also zu ehren. Ja? Und darauf sollte das Volk auch wieder Amen sagen. Gott hat hier bewusst das an die erste Stelle gestellt in der Beziehung zu den Mitmenschen, weil er wusste, wenn Kinder aufhören, ihre Eltern zu ehren, würden alle anderen Untaten und unmöglichen Dinge, die Menschen dann und Kinder tun würden, als Folge sein. Solange Kinder ihren Eltern, wenn Eltern natürlich gläubig sind, gehorsam sind, wird das ein Segen für die Kinder sein und sie werden bewahrt bleiben vor allem wirklichen Übel. Dann gehen die Flüche weiter. Vers 17. Verflucht sei, wer seine nächsten Grenze verrückt. Und alles Volk soll sagen Amen. Wie oft und oft ist das gemacht worden in der Geschichte? Wie viele Menschen betrügen sich hier gegenseitig? Dann im Vers 18. Verflucht sei, wer einen Blinden irreführt auf dem Wege. Und alles Volk soll sagen Amen. Verflucht sei, wer das Recht des Fremdlings, der Weise oder der Witwe beugt. Und alles Volk soll sagen Amen. Jeder einzelne Satz könnte kommentiert werden. Ich möchte hier nur mal den Eindruck vermitteln, wie Gott hier mit seinem Volk, um sein Volk ringt eigentlich. Wir dürfen es nicht als eine Freude sehen, die Gott hier hat, sondern das Verlangen, dieses Volk zu warnen. Verflucht sei, wer bei der Frau seines Vaters liegt. Furchtbare Dinge, die Blutschande, die hier angesprochen wird. Denn er hat die Decke seines Vaters aufgedeckt und alles Volk soll sagen Amen. Das heißt, zu jeder einzelnen Aussage sollten sie ihre Zustimmung geben. Verflucht sei, wer bei irgendeinem Tier liegt. Auch das gab es. Unglaublich, nicht? Und alles Volk soll sagen Amen. Also hier geht es um eine Sodomie, die mit im Spiel ist. Vers 22, verflucht sei, wer bei seiner Schwester liegt, die seines Vaters und seiner Mutter Tochter ist. Und alles Volk soll sagen Amen. Wenn solche Dinge es zu dieser Zeit damals noch nicht gegeben hätte, hätte es keinen Sinn gehabt, dass Gott vor solchen Dingen warnt. Ihr merkt, alles im Sinne von Warnungen. Verflucht sei, wer bei seiner Schwiegermutter liegt. Und alles Volk soll sagen Amen. Verflucht sei, wer seinen Nächsten heimlich erschlägt. Und alles Volk soll sagen Amen. Verflucht sei, wer Geschenke nimmt, dass er unschuldiges Blut vergießt. Und alles Volk soll sagen Amen. Und hier müsste man auch fragen, wie viel unschuldiges Blut
ist trotzdem, dass hier das ganze Volk, als Gott es erwählt hat und da oben auf diesem Berg so quasi schwören hat lassen, wie viel unschuldiges Blut ist von Israel, von seinen Führern, von seinen politischen und geistlichen Führern vergossen worden. Die ganze Geschichte ist eigentlich voll, wenn wir daran denken, als Jesus auf diese Erde kam, hat er über Jerusalem geweint und gesagt, wie oft habe ich versammeln wollen, Jerusalem, die du tötest, die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt sind. Da muss man fragen, was ist aus diesen Versprechen geworden? Und selbst Jesus, nicht? Sein Blut, unschuldig vergossen worden. Hier hat das Volk geschworen, wollen wir nie tun. Das ganze Volk sollte Amen sagen. Dann der letzte Vers 26, verflucht sei, wer nicht alle Worte dieses Gesetzes erfüllt, dass er danach tue. Und alles Volk soll sagen Amen. Meine Lieben, wir sehen hier, wie Gott von Anfang an ganz Israel unter sein Versprechen genommen hat, dass er so etwas Außergewöhnliches macht, dass er da auf zwei verschiedenen Bergen das Versprechen dieses Volkes abnimmt. Was wollte Gott damit? Nur, dass das Volk sich nicht für einen anderen Gott entscheidet, sondern dass es sich entscheidet, dass es an Gott festhält, an seinen Geboten festhält. Und keine dieser Flüche, steht ja hier nicht drinnen in diesem Zusammenhang, welche Flüche über das Volk kommen würden. Das wird hier in diesem Text nicht genannt. Aber wenn wir die hebräische Bibel lesen, dann müssten wir eigentlich davon ausgehen, dass in der hebräischen Bibel keine Kapiteleinteilungen sind. Und deshalb müssten wir dieses Kapitel eigentlich in einem Stück weiterlesen. Und dann lesen wir hier, wenn wir ein Kapitel in 5. Mose 28 weiterlesen, dann heißt, wenn du nun der Stimme des Herrn deines Gottes gehorchen wirst, dass du hältst und tust alle seine Gebote, die ich dir heute gebiete, so wird dich der Herr, dein Gott, zum Höchsten über alle Völker auf Erden machen. Und da kommen jetzt die Segenssprüche, die offensichtlich dann auf dieser anderen Seite des Berges, auf den anderen Berg, auf dem Berg Karizim gesprochen worden sind. Und wenn wir jetzt hier diese Segenssprüche durchlesen, dann werden wir merken, das, was hier in Kapitel 5 und in Kapitel 28 in 5. Mose beschrieben wird, an Segen beschrieben wird, ist eigentlich relativ kurz gegenüber dem, was dann wieder ganz konkret an konkreten Flüchen ausgesprochen wird. Lesen wir hier in diesem Zusammenhang diese Segnungen, die offensichtlich dort auf diesem Berg ausgesprochen worden sind. Und weil du der Stimme des Herrn deines Gottes gehorsam gewesen bist, werden über dich kommen und dir zuteil werden alle diese Segnungen. Gesegnet wirst du sein in der Stadt, gesegnet wirst du sein auf dem Acker, gesegnet wird sein die Frucht deines Leibes, der Ertrag deines Ackers und die Jungtiere deines Viehs, deiner Rinder und deiner Schafe. Gesegnet wird sein dein Korb und dein Backtrog. Gesegnet wirst du sein bei deinem Eingang und gesegnet bei deinem Ausgang. Und der Herr wird deine Feinde, die sich gegen dich erheben, vor dir schlagen. Auf einem Weg sollen sie ausziehen wider dich und auf sieben Wegen vor dir fliehen. Gott wollte also nie, dass Israel von Feinden geschlagen wird. Und er wollte, und das hat er allen Menschen versprochen, das, was hier für Israel gegolten hat und diese Segenssprüche, die sollten sich ja dann auf alle Welt ausbreiten. Gott hat ja hier nicht irgendwelche Liebhabereien nur für ein Volk haben wollen, sondern er wollte, dass dieser Segen über alle Menschen sich ausbreiten sollte. Der Herr wird gebieten dem Segen, dass er mit dir sei, in dem, was du besitzt und in allem, was du unternimmst, und wird dich segnen in dem Lande, das dir der Herr, dein Gott, gegeben hat. Wunderbare Verheißungen. Und wenn wir dann die weitere Geschichte Israels anschauen, und jeder, der die Bibel kennt, der weiß, dass nichts von dem oder wenig von dem, was hier an Segenssprüchen ausgesprochen worden ist, gekommen ist. Also dass eher mehr
Sprüche oder Flüche gekommen sind über Israel als das, was Segen gekommen ist. Und wir haben dann ab Vers 15, und ihr könnt das dann auch weiter für euch lesen, in 5. Mose Kapitel 28 ab Vers 15, da heißt es dann, wenn du aber nicht gehorchen wirst der Stimme des Herrn deines Gottes und wirst nicht halten all seine Gebote, so werden alle diese Flüche über dich kommen. Und die wurden hier dann auf diesem Berg Ebal offensichtlich ganz konkret angesprochen. Was da kommen wird, wenn Menschen an diesen Geboten nicht festhalten werden. Und wenn ihr euch die Mühe macht, diese Flüche da genauer durchzulesen, dann werdet ihr merken, dass da schon sehr viel angesprochen ist von dem, was diese Welt dann in weiterer Folge in seiner Geschichte erlebt hat. Aber auch da drinnen werdet ihr vieles von dem nicht finden, was die Welt bis heute und heute gerade in unserer Zeit tatsächlich erlebt. Viel von den negativen Dingen, die ich vorhin da aufgezählt habe, von Erdbeben, Katastrophen, Überschwemmungen, Terror und alles Mögliche an Leid und Elend, Stürmen und Überschwemmungen und so weiter, Bomben und Granaten, und steht alles nicht da. Das heißt, Gott hat auch hier noch nicht alles angekündigt, was kommen würde. Warum tut das Gott? Das hat offensichtlich damit zu tun, wenn Gott dann immer mehr offenbart hat. Und wenn wir dann die Bibel bis zur Offenbarung zurücklesen, dann werden wir merken, dass Gott da immer konkreter wird und immer konkreter wird. Und das Unheil immer deutlicher beschreibt. Und das hat wohl mit dem zu tun, dass eben auch die Sünde nicht aufgehört hat, dass ein Sündenfall, wie wir das letzte Mal schon gesprochen haben, nach dem anderen gekommen ist. Und wenn wir da einen Text zusammenfassend uns anschauen, dann möchte ich euch einladen, dass wir hier in Jesaja 24, nach Jesaja 24 blättern. Und da können wir den Gedanken hier irgendwo zusammenfassen. Was sich hier in dieser Welt abgespielt hat, weil eben Menschen nicht bereit waren, auf diese intensiven Warnungen Gottes einzugehen, und vor allem die mir auch das Volk Israel selbst nicht das getan hat, was eigentlich Gott von ihm erwartet hat. Lesen wir in Jesaja 24, da lesen wir von Vers 1 weg eine Beschreibung, die sehr in unser heutiges Weltbild hereinpasst. Und da heißt es, siehe, der Herr macht die Erde leer und wüst und wirft um, was auf ihr ist, und zerstreut ihre Bewohner. Das sind bildhafte Beschreibungen, die wir sehr gut einordnen können, das, was heute auf dieser Erde passiert. Und es geht dem Priester wie dem Volk, dem Herrn wie dem Knecht, der Frau wie der Magd, dem Verkäufer wie dem Käufer, dem Verleiher wie dem Borger, dem Gläubiger wie dem Schuldner. Das ist ein Hinweis, es geht allen gleich. Alle Menschen leiden mehr oder weniger unter der Last dieser Sündhaftigkeit, unter der Last des Ungehorsams, den die Menschheit durch Jahrtausende hindurch Gott gegenüber zum Ausdruck gebracht hat und gelebt hat. Die Erde, so wird hier angekündigt, wird leer und beraubt sein, denn der Herr hat solches geredet. Das Land verdorrt und verwelkt. Der Erdkreis verschmachtet und verwelkt, die Höchsten des Volkes auf Erden verschmachten. Und ich denke, wir sind heute in einer Zeit angelangt, wo das buchstäblich zu beobachten ist. Man fragt sich, wo geht die Welt in der nächsten Zukunft hin? Was können all diese politischen und geistlichen Führer in dieser Welt noch ausrichten? Wir sehen überall Verzweiflung und Hilflosigkeit. Keiner weiß mehr, wie geht es noch irgendwo weiter in nächster Zukunft. Das ganze System, das die Menschheit sich aufgebaut hat, auch die moderne Menschheit, wo sie gemeint hat, wir brauchen diesen Gott nicht, wir können ohne Gott leben, wenn wir denken an die Französische Revolution, wo man dieses Prinzip
aufgestellt hat, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit und letztendlich diese Theorie, Gott ist tot, proklamiert hat und die Vernunft an die Stelle des Glaubens gestellt hat. Das, was hier in Jesaja 24 angekündigt hat, das ist das Resultat. Und da steht dann im Vers 5 noch, die Erde ist entweiht von ihren Bewohnern, denn sie übertreten das Gesetz und ändern die Gebote und brechen den ewigen Bund, den Gott dort mit Israel damals aufgerichtet hat. Und das sollte ein Bund sein, der die ganze Menschheit einschließt. Es ist nicht möglich, dass eine Menschheit sich nicht um Gott kümmert, dass eine Menschheit sich gegen Gott entscheidet, dass sie anfängt, an den Geboten Gottes zu verändern, zu manipulieren und meinen, sie können bessere Gebote schaffen. Das Resultat solcher Versuche, das erleben wir und wir bekommen es in unserem eigenen Leibe in dieser Zeit, in der wir leben, mit. Und jetzt steht hier, darum, im Vers 6, darum frisst der Fluch die Erde. Und da sind wir wieder beim Fluch. Gott hat Flüche angekündigt, nicht damit sie die Menschen treffen, sondern damit die Menschen bewahrt werden davor, dass sie seinen Aufruf ernst nehmen. Darum frisst der Fluch die Erde und büßen müssen es, die darauf wohnen. Darum nehmen die Bewohner der Erde ab, sodass wenig Menschen übrig bleiben. Und es ist sehr interessant, wenn wir heute, in der Vergangenheit hat man sehr viel von Bevölkerungsexplosion gesprochen. Ja. Offensichtlich trifft das nicht zu. Die Geschichte geht in die gegengesetzte Richtung. Ich habe hier ein Zitat, das ich mir damals in einem Mittagsjournal im ORF aufgeschrieben habe. Das war am 20. Februar 2003 und da kam eine interessante Meldung und die lautete wie folgt. Die Prognosen der Bevölkerungsbeobachter, die eine zukünftige Bevölkerungsexplosion voraussagten, werden nicht eintreffen. Das Wachstum wird im 21. Jahrhundert schrumpfen statt explodieren. Das ist in einigen Ländern der Welt bereits der Fall. Es gibt da bereits eine Verminderung um 1-2%. Also es ist sehr bemerkenswert, dass man hier schon feststellt, dass eigentlich die Bevölkerungsexplosion, wie sie angekündigt war, gar nicht wirklich zutreffen wird, dass man eher die beobachtet jetzt schon, und da gibt es inzwischen schon deutliche Beobachtungen, dass das Ganze in die Rückwärtsrichtung geht. Das bedeutet, dass immer weniger Menschen werden auf dieser Erde. Wodurch das zustande kommt, das kann man sich dann auch noch weiter anschauen. Denn es gibt seltsame Entwicklungen. Wir haben in Jesaja 51 eine prophetische Aussage, die ich hier noch lesen möchte, die der Welt nichts Schönes voraussagt. Jesaja 51, Vers 6, da heißt es, hebet eure Augen auf den Himmel und schaut unten auf die Erde. Auf der einen Seite schaut hinauf auf den Himmel, aber schaut auch auf die Erde. Denn der Himmel wird wie ein Rauch zergehen und die Erde wie ein Kleid zerfallen. Und die darauf wohnen, werden wie Mücken dahin sterben. Eine traurige Bilanz, die hier Gott ankündigt. Und er wollte es nie haben, dass es so kommt. Aber, da kommt jetzt auch ein Aber. Das ist die eine Seite. Aber mein Heil bleibt ewiglich. Und meine Gerechtigkeit wird nicht zerbrechen. Das heißt, alles das, was hier in dieser Welt passiert, ist für viele Menschen ein Hinweis, dass es eher ein Fluch ist, dass eher Gott die Welt vergessen hat, dass Gott diese Welt aufgegeben hat, dass es keinen Gott gibt, der sich um diese Welt kümmert und dass dieser Gott ein ungerechter Gott ist. Aber wenn wir hier die Bibel ernst nehmen, dann werden wir merken, selbst das, was hier geschieht, ist ein Beweis dafür, dass dieser Gott existiert und dass sein Wort wahrhaftig ist und dass sein Wort auch sich erfüllen wird, aber nur dann erfüllen wird,
wenn die Bedingungen in der richtigen Weise erfüllt werden, die Gott gegeben hat. Und seine Gerechtigkeit wird nie aufhören. Gott wird ein gerechter Gott bleiben. Und wenn wir in die Offenbarung gehen, dann wissen wir, dass dort letztendlich einmal alles, was im Himmel und auf Erden ist, sich vor der Gerechtigkeit Gottes beugen wird. Und ich denke, dass wir Grund haben, diesen Gott weiterhin zu vertrauen. Und je mehr Unheil in dieser Welt passiert, desto mehr sollte es uns alle dorthin treiben, dass wir sagen, lieber Gott, mach uns zu Menschen, die deinem Ebenbild entsprechend leben und die dich fürchten. So heißt es auch hier im Vers 7 als abschließenden Text. Höret mir zu, sagt Gott hier, die ihr die Gerechtigkeit kennt, du Volk, in dessen Herzen mein Gesetz ist. Das ist das Volk, das Gott haben möchte. Das sind die Menschen, die Gott haben möchte. Er hat nicht Menschen geschaffen, damit sie gegen ihn leben, sondern er hat Menschen geschaffen, dass sie mit ihm leben. Und wir wollen Gott bitten, dass er uns hilft, wenn wir die Katastrophen dieser Welt, dieses Unheil in dieser Welt anschauen, alle diese Flüche, die nach und nach angekündigt worden sind, weil Gott gesehen hat, wohin die Welt geht. Er hat nie aufgehört zu warnen. Und wir wollen Gott bitten, dass er uns hilft, an diesen Umständen in dieser Welt deutlicher zu erkennen, wie wichtig es ist, dass wir mit ihm ein Bündnis eingehen und sein Wort ernst nehmen und uns vielleicht diese Zeiten immer wieder nehmen, dass wir uns mit der Bibel beschäftigen und hier den Plan kennenlernen, den er mit dieser Welt hat. Und so lade ich ein, dass wir abschließend noch miteinander beten können dafür. Lieber Vater im Himmel, wir sind dir wieder dankbar für diese Zeit, die du uns geschenkt hast. Du hast die Welt und die Menschheit immer eindringlichst gewarnt. Du hast viel Leid und Unheil angekündigt, nicht weil du das so wolltest, dass es so kommt, sondern weil du die Menschen liebst und weil du sie davor schützen wolltest. Wir sind nicht ausgeliefert dem Schicksal, Herr Jesus, und du hast diese Welt nie aufgegeben. Du hast sie immer noch in deinen Händen. Hilf du, dass wir auch für andere Menschen ein Licht sein können, dass wir andere Menschen aufmerksam machen können, wie wichtig es ist, dass sie sich an deinem Wort orientieren. Und dass sich dein Wort immer erfüllen wird und wir entscheiden, ob es sich erfüllt, dass Segen über uns kommt oder ob wir das Gegenteil erleben wollen. Herr, wir bitten dich, vergib uns auch unsere Schuld, vergib uns unser Zu-Kurz-Kommen. Hilf du, dass wir unsere Fehler auch in unserem persönlichen Leben erkennen und dort Veränderungen vornehmen, wo es notwendig ist und gib du uns die Kraft dazu, dass wir so leben, Herr Jesus, wie du gelebt hast, als du selbst in diese Welt hereingekommen bist und unter diesen Flüchen der Menschen zu leiden hattest. So segne uns in diesem Sinne und danke für diese Möglichkeit, die du uns geschenkt hast und bleibe auch weiterhin mit und bei uns. In Jesu Namen. Amen. Schön. Ich danke euch auch diesmal wieder für das Dabeisein. Und danke auch, wie ich das hier sehe, für den Segen, den uns Zuhörer wünschen. Hoffe, es waren wieder einige Gedanken für euch dabei, die auch für euch weiterdenkt. Und dass wir weiterhin in Kontakt bleiben und dass wir uns auch immer wieder austauschen, dass der eine den anderen mit seinen Gedanken bereichert und dass wir uns gegenseitig stützen in unserem Glauben. So danke ich euch für euer Interesse und wünsche euch weiterhin Gottes Segen. Danke für das Mitmachen und freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Auf Wiedersehen und der liebe Gott mit euch.